Jeder Landwirt hat an jeder Fragestellung mitgearbeitet. Das ist, glaube ich, wichtig. Die Ergebnisse werden Ihnen jetzt von 8 Landwirten aus 8 verschiedenen Regionen in Deutschland präsentiert, damit wir das entsprechende Ergebnis nutzen können für die Diskussion heute Nachmittag. Und ich rufe als Ersten auf Frank Schumacher, der die Arbeitsgruppe 1 mitbetreut hat. Herzlich willkommen, Herr Schumacher. Ja, herzlich vielleicht willkommen. Vielleicht sagen Sie erst ein bisschen, aus welcher Region Sie kommen und was für einen Betrieb Sie haben. Ja, schönen guten Tag erstmal. Also ich freue mich, hier dabei sein zu können und bedanke mich, dass wir in dieser Runde teilhaben können. Und wir werden mitgenommen. Das ist ein tolles Gefühl, ein besonderer Ort. Und ich selber komme aus Schleswig-Holstein, aus der holsteinischen Schweiz. Sehr knickreiches, buntes Landschaftselement, hügelig, alles gut. Und wir haben nun gestern zusammengearbeitet mit einem bunten Haufen von Landwirten von Nord nach Süd und von Ost nach West. Die Verständigung über die Dialekte manchmal schwierig, aber wir haben es hingekriegt. Und ganz unterschiedlich strukturiert, von Nebenerwerbskleinbetrieben bis zu Großbetrieben im Osten. Und zu der Fragestellung, ich weiß nicht, Sie ja, sehen die erste Fragestellung, die Sie hatten oder die Sie hier repräsentieren, ist, welche Maßnahmen, welche Biodiversitätsmaßnahmen sind eigentlich aus ökologischer Sicht besonders vorteilhaft und welche Ergebnisse haben Sie dabei rausgekriegt? Ja, genau. Also Sie sehen im Grunde das Ergebnis hier an der Seite. Das ist im Grunde das, was wir aus der landwirtschaftlichen Sicht alle vertreten und was über die ganze deutsche Region hin auch Anerkennung findet. Natürlich ist es ein streifenförmiges Element geworden über mehrjährige Nutzung am liebsten, weil es einfach die Vernetzung von Strukturen, die hier und da schon sind, schafft. Wir schaffen zusätzliche Randeffekte und wir stellen zusätzlich Nahrungs- und Bruthabitate dar. Sie kennen das alle, wenn die Erntemaschinen rüber sind, ob nur das Grünland gemäht ist, der Mais gehäckselt oder der Mähdrescher über die Koppel war, ist die Landschaft leer und Niederwild und Insekten, alle möglichen, suchen Deckung, suchen Schutz. Und mit diesen streifenförmigen Elementen haben wir sehr gute Erfahrungen. Das Zweite war natürlich die Nutzungsvielfalt, Erweiterung der Fruchtfolge. Da müssen wir uns selber auch ein bisschen ins Gebet nehmen. Wir müssen mehr experimentieren in der Landwirtschaft. Natürlich können wir nicht am Markt vorbei produzieren, aber eben auch mal wieder eine Sommerung da reinkriegen, einen Hafer, einen Sommerweizen, vielleicht den Mais mit in der Fruchtfolge laufen lassen. Das sind alles Elemente, die uns auch so ein bisschen im Thema Resistenzbildung, Arbeitsspitzen entlasten kann. Die sind in den Vordergrund gekommen. Und natürlich Maisanbau in vielen Regionen durch die Energiegeschichte und den intensiven Futtermaisanbau immer wieder in der Diskussion, dass wir gesagt haben oder festgestellt haben, auch das muss nicht so stiefmütterlich bearbeitet werden. Wir müssen dort mehr mit Zwischenfrüchten und Untersaaten arbeiten, denn gerade im Monomaisbereich, man kennt das, nach der Maisernte ist die Koppel nackt und sie bleibt bis zum nächsten Frühjahr so der Erosion und der Witterung ausgesetzt. Das sind Dinge, die müssen verbessert werden. Und der dritte Punkt waren dann stärker regional orientierte und standortorientierte Maßnahmen. Die bisherigen Greening-Maßnahmen sind ja sehr einheitlich über ganz Deutschland ausgerollt. Was stellen Sie sich darunter vor? Ja, also da stellen wir eben fest, wir wollen mitgenommen werden. Wir sind in den Regionen doch immer sehr speziell. Wir müssen die Ziele klar definieren und wir müssen in der Landwirtschaft das auch mitnehmen und wir müssen mit eingebunden sein. Wir sind wieder zum zigsten Mal hier bei den Feldlärchen und den Kiebitzen. Also das sind tolle Sachen, aber sie müssen dann auch da gemacht werden, wo sie hinpassen, wo auch der Lebensraum für diese Individuen, für diese Arten da ist. Und das muss natürlich auch komplexer betrachtet werden. Es nützt nichts, ich habe selbst immer wieder die Erfahrung, Kiebitzinseln anzulegen und die Prädatoren fliegen sich auf diese Inseln ein und sagen, das ist ein leichtes Spiel. Also da müssen wir die Prädatorenproblematiken gesamtheitlich sehen, müssen die im Grunde Alternativen schaffen, um andere Nahrungsmittel
Möglichkeiten für die zu schaffen. Ja. Das heißt, die Gefahr ist immer da, dass da auch Stückwerk gemacht wird. Es führt dann nicht zum Erfolg. Wir haben zwar die Insel, der Kiebitz siedelt sich auch an, aber er kriegt die Brut nicht groß, weil die Raubzeuge und Raubwild weiß genau, wo die Insel ist und räubert alles leer. Jetzt haben Sie ja als Ihren wichtigsten Punkt die streifenförmigen Elemente ja genannt, dass das eigentlich ökologisch besonders sinnvoll für die Biodiversität ist. Wenn wir uns jetzt angucken, was tatsächlich gemacht wird, sind es ja andere Maßnahmen. Kann man daraus auch lesen, wenn die Rahmenbedingungen für die Streifenelemente, wir werden das gleich in den anderen Fragerunden der anderen Arbeitsgruppen ja nochmal diskutieren, wenn die Rahmenbedingungen besser wären für diese Streifenelemente, würden die Landwirte die auch nutzen? Ja, das ist so. Also es ist ja so, dass wir alle angepiekst sind. Wir sind sensibilisiert und wir sind uns im Grunde auch der Verantwortung bewusst. Aber wir müssen mitgenommen werden und wir müssen auf Augenhöhe miteinander diskutieren. Und es muss in der Gesamtheit unternehmerisch passen, deshalb eben regional und betriebsindividuell. Und dann sind wir eigentlich als Landwirte immer dabei, wenn es darum geht, Biodiversität umzusetzen. Okay, vielen Dank. Das waren die Ergebnisse der ersten Arbeitsgruppe. Herzlichen Dank für die Präsentation, Herr Schumacher. Applaus